Herzlich willkommen bei den Startup Short News von gründerfreunde.de. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Themen heute: Das Land Hessen feuert den Startschuss für die erste landesweite Förderung für soziale GründerInnen ab. ChargePoint. Ohne E-Roaming bleibt der Durchbruch in der Elektromobilität aus. Der Bankengipfel 2020 findet vom 2. bis zum 3. September vor Ort und digital statt. Die IFA 2020 findet vom 3. bis zum 5. September in einer Special Edition statt. Startups. Nur eine Minderheit kommt bei öffentlichen Aufträgen zum Zug. Und nicht vergessen, wie bereits letzte Woche in Startup Short News angekündigt wurde, habt ihr die Chance, euch für den Unternehmerhelden Award 2020 zu bewerben. Die Bewerbungsfrist startete am 1.8.2020 und geht noch bis zum 30.9.2020. Newsticker. München, Nürnberg, 12. August 2020. Mittlerweile stehen 41 teilnehmende Startups für das H+ Digital Health Innovation Program fest. Das Programm selbst soll am 16. September starten, bevor die Teilnehmer mit dem meisten Potenzial am Demo Day im November ihre Ideen vor Investoren und Unternehmensvertretern pitchen dürfen. Das Programm selbst wird vom InsurTech, Hub Munich und dem DMAC Digital Health Hub Nürnberg-Erlangen veranstaltet. Die teilnehmenden Startups sind auf der Webseite des ITHN zu finden. Berlin, 13. August 2020. Das Land Hessen feuert den Startschuss für die erste landesweite Förderung für soziale GründerInnen. Dies geschieht mit dem Sozialinnovator Hessen und in Zusammenarbeit mit dem Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland e.V. Dazu kommen zahlreiche Projektpartner, unter anderem aus Frankfurt, Darmstadt, Kassel und vielen Städten mehr. Das Förderprogramm wurde durch Kaya Kinkels Initiative vom Land Hessen entwickelt. Das Ziel? Soziale Innovationen aus Hessen identifizieren und fördern. Schon nach einer ersten knappen Laufzeit nutzen bereits ca. 40 GründerInnen das Angebot. Kürzlich wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass das Programm anstatt bis Ende des Jahres auf das Jahr 2021 erweitert werden solle. Innovation und Entwicklung. Berlin, Freiburg, 18. August 2020. Bei den Fahrradauslieferungen von Swapfeeds wird neuerdings auf Fahrräder statt auf Automobile gesetzt. Um seinen Mitgliedern die Fahrradnutzung und so das urbane Leben zu erleichtern, entwickelte Swapfeeds ein innovatives Abo-Modell. In einer Kooperation mit Carla Cargo werden sie nun noch nachhaltiger. Zukünftig sollen die Swapfeeds in einer steigenden Anzahl von Städten mittels dem elektrischen Lastenanhänger für schwere Lasten von Carla ausgeliefert werden. Auf den Anhänger passen jeweils 4 Swapfeeds. Diese können dank des von Carla Cargo entwickelten Fahrradträgermoduls Billy Bike sicher transportiert werden und kommen so unbeschadet beim Endbenutzer an. Damit ersetzt jede Carla ein Auto und verringert so den Ausstoß von Autogasen. Bis jetzt findet diese Art der Auslieferung in den Städten Berlin, Köln, Bonn, Münster, Mainz und Hamburg statt. Events und Veranstaltungen. Frankfurt, Kalenderwoche 34. Im Kongresscenter Messe Frankfurt und online findet vom 2. bis 3. September der Bankengipfel 2020 statt. Anmelden kann man sich auf der Webseite, wo auch die entsprechenden Programme zu finden sind. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr euch zum digitalen Programm oder aber zu dem Programm vor Ort anmelden wollt. Ihr seid ein Fintech-Startup, möchtet am Bankengipfel teilnehmen und gleichzeitig 100 Euro auf den Startup-Preis für den Bankengipfel 2020 in Frankfurt und digital sparen? Schreibt uns auf Social Media oder schickt uns eine E-Mail und wir senden euch den Zugangscode zu. Berlin, 17. August 2020. IFA 2020 Special Edition. Aufgrund der momentanen Situation findet die IFA 2020 vom 3. bis zum 5. September in einer Special Edition mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Diese entspricht selbstverständlich den aktuellen Regelungen. Die physischen Live-Events legen dabei ihren Fokus auf die B2B-Kernfunktionen der IFA.
Es soll so in den IFA Business, Retail and Meeting Lounges eine Möglichkeit für Handel und Industrie geboten werden, sich zu vernetzen. Doch auch für Medienvertreter gibt es interessante Angebote. Diese können im Rahmen der IFA Global Press Conference die neuesten Innovationen, Pressebriefings, Services und die IFA Opening Keynote live miterleben. Hinzu kommt die Möglichkeit für eine digitale IFA Experience. Der IFA Extended Space dient dazu, das Event durch virtuelle Streaming-Angebote, Matchmaking-Tools und digitale Produktpräsentationen zu ergänzen. Um teilzunehmen, ist eine vorherige Anmeldung nötig und eine Vor-Ort-Akkreditierung für Medienvertreter und Registrierung für Fachbesucher ist dieses Jahr leider nicht möglich. Insights und Infos. Berlin, 19. August 2020. Der Digitalverband Bitkom machte eine Umfrage unter 206 Startups. Dabei stellte sich heraus, dass sich lediglich jedes dritte Startup schon einmal an einer Ausschreibung beteiligt hat. Es kommt also nur eine Minderheit bei öffentlichen Aufträgen an die Reihe. Was der Grund sein könnte? Möglicherweise die langen und komplizierten Verfahren. Ein weiterer Grund könnte ebenfalls die hohen Anforderungen an Bonität und Referenzkunden sein. Erste Veranstaltungen werden in begrenzter Form wieder aufgenommen, weitere Förderprogramme werden in die Startlöcher gesetzt und der nachhaltige Transport gewinnt weiter an Zulauf. Ihr wollt mehr über E-Mobility, Nachhaltigkeit oder Förderprogramme lesen? Dann schaut euch diese und viele mehr auf unserer Webseite an. Es passiert viel, wir halten euch immer auf dem Laufenden. Den vollständigen Artikel findet ihr wie immer auf gründerfreunde.de. Ihr habt noch Fragen, Anregungen und Wünsche? Schreibt uns wie immer auf Facebook, Instagram und Twitter. Bis zum nächsten Mal bei den Startup Short News von gründerfreunde.de.